So, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, einer neuen Folge. Endlich geht's mal weiter. Ich habe noch in einer längeren Aufnahmepause mal wieder den PC angeworfen, beziehungsweise das Spiel angeworfen. Ja, und wir müssen wieder losziehen. Wir müssen wieder losziehen. Und ich frage mich gerade, wo ich gerade am besten längs laufe. Ich laufe am besten mal da lang. Ich habe den Ton bewusst wieder ein bisschen runtergeregelt, weil ihr seht, unten in der Mitte habe ich den Bohrer dabei. Ich werde ein bisschen Bori-Bori machen heute. Denn wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Blei, wir brauchen Kohle, wir brauchen Potassiumnitrat. Blei hatte ich schon gesagt, ne? Blei hatte ich schon gesagt. Wir brauchen eventuell Stein, wir brauchen Benzin, und so weiter und so fort. Also wir brauchen wirklich schweineviel Material. Weil ich nage so langsam. Naja, Hungertod kann man ja nicht sagen, aber ich bin so ziemlich davor. Schön, dass es auch übrigens auch schön wieder neblig wird. Das ist richtig schön. Ich hatte kurz vor der Nacht hatte ich wieder ein bisschen Besuch, die habe ich ein bisschen kalt gemacht. Dann habe ich hier angefangen, schon mal die ganzen Spikes umgekehrt draufzusetzen. Mal gucken, ob das was wird und ob das nachher wirkt. Und hier vorne habe ich schon ziemlich voll gemacht. Da werden wir uns jetzt nach und nach, werden wir uns da reinbaggern. Holz habe ich übrigens auch keines mehr. Also auch da müssen wir so ein bisschen tätig werden. Und ich sehe hier gerade, ach ja, stimmt ja, das waren ja die Horden von gestern. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Denn ich möchte die eigentlich gar nicht looten. Ich möchte die eigentlich gar nicht looten, denn dann muss ich die ja. Nein, ich muss sie nicht looten. Aber wenn da jetzt was Interessantes bei ist, wäre das ja auch nichts Verkehrtes. Und das können wir wieder verkaufen. Und da kommen sie schon wieder hin. Hoffentlich ist es wieder eine einfache. Naja, eine Horde nicht, aber vielleicht sind das nur so zwei, drei. Das ist eine Horde. Okay. Dann gönnen wir uns die Horde. So früh am Morgen, schön mal Nebel. Na, komm ran. Ja, ich habe übrigens noch ein paar Änderungen vorgenommen. Ich habe zum einen hier den Knüppel, den ich jetzt gerade benutze. Da ist ein brandneuer. Den habe ich jetzt mal kombiniert, sodass ich auf 587 bin. Also nahe vor Perfektion, knapp vor 600. Dasselbe habe ich auch gemacht für die Crossbow. Den habe ich jetzt erstmal zu Hause gelassen. Ich habe jetzt bewusst jetzt erstmal die, naja, den normalen Flitzebogen mitgenommen, also diesen Compound-Bogen. Na, kommt der ran jetzt? So. Den Compound-Bogen habe ich jetzt mal mitgenommen, weil ich dafür eh noch 99 Stahlpfeile hatte, die ich ja in der Zwischenzeit gefunden habe. Und den wollte ich jetzt mal ausprobieren. Den wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe die ganzen Teile, die ich hatte und auch gekauft hatte, auch in der Vergangenheit, die habe ich jetzt mal angewendet. Ich habe also den maximalen Wert für den Compound-Bogen, 410 eben. Und da wollen wir mal schauen, wie sich der spielt. Also laut Wesensschaden, laut Statistik dürfte der nicht stärker sein. Mal abgesehen von der Tatsache, dass es sowieso nur ein 410er ist. Der Compound-Bogen, sage ich schon. Der Crossbow, der hat jetzt auch irgendwie sowas bei 580, 585 oder irgend sowas. Also der ist schon vom Level relativ hoch und er macht natürlich auch dementsprechend mehr Schaden. Ja. So, ja, ich muss leider noch ein bisschen looten. Und übrigens, stimmt, das passt insofern ganz gut. 356 Gläser habe ich jetzt noch dabei. Die hatte ich noch im Lager gefunden. Die wollte ich eigentlich noch mal ganz gerne auffüllen. Das machen wir noch, bevor wir richtig losziehen. Insofern können wir hier nochmal fix abluten. Und wie ich ja schon sagte, wir brauchen viel. Wir brauchen so viel Zeug. Und vor allem Munition. Munition ist das A und O. Da werden wir wirklich Probleme mit haben. Denn ich brauche 7,62er Munition ganz, ganz dringend. Weil davon habe ich nämlich gar nichts mehr. Und auch von der 9 mm Munition habe ich so gut wie gar nichts mehr. Also da sind wir ziemlich am Moas, was das angeht. Und dann müssen wir echt sehen, dass wir da die Ressourcen finden oder zumindest was kaufen können. Das wäre vielleicht nochmal eine letzte Maßnahme. Das könnte man nochmal tun. Übrigens hier seht ihr das auch nochmal ganz gut, wie ich das gebaut habe. Ich habe natürlich den Zwischenraum bei diesen Darts habe ich natürlich weggelassen. Das ist natürlich logisch. Und hier habe ich auch nochmal an den Seiten habe ich Spikes gesetzt. Hier habe ich Spikes gesetzt. Also wenn die zum Beispiel runterfallen, dass sie sich da bewegen, dass sie sich da wehtun. Und die gehen ja auch mal ganz gerne auf diesen Schrägen lang. Und deswegen habe ich da die Spikes eben nochmal gesetzt, damit sie sich da auch nochmal aufreißen. Also meine Strategie soll eigentlich sein, dass die wirklich, sobald sie irgendwo annähernd in diesem Areal hier sind, dass sie sich richtig schön den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, also dass sie halt richtig schön, dass sie sofort Schaden nehmen und dass wir sie richtig schön runterkochen können. Das ist eigentlich so. Hier liegen noch mehr Leichen übrigens, die werde ich auch nochmal looten. Aber so, warte mal, ich muss einmal kurz, ich mache gerade einen Fehler. Ich wollte mir nämlich erstmal markieren, wo hier
So, das Wasser ist. Da wollen wir nämlich hin. Schwupps. Oh, oh, ich hasse diese Steine. Ich hasse das, wenn... Warte mal, haben wir das schon gelootet? Ja, haben wir schon. Ja, soweit, so gut. Ja, momentan gibt es auch wenig Neuigkeiten, was Seven Days to Die angeht. Also keine großen Neuigkeiten über die Alpha 17. Oh, okay. Hab ich das schon wieder gerade... Nein. Na, achso. Nein, das wollte ich eben nicht. Hatte ich die schon durch, die... ich muss gleich mal gucken. Aber ich hatte die, meine ich, doch zu Hause gecraftet, oder nicht? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. 50. Doch, die Mollys, die wollte ich auf jeden Fall herstellen. Mollys. Warte mal, wo war jetzt Benzin? Rezepte. Warte mal. Kribbelt hier noch einer rum, nicht, dass ich gleich hier eine Backen kriege. Mollys. Wie viel könnte ich jetzt maximal? 47. Genau, 47. Das ist schon richtig. Ich dachte schon, hä, was crafte ich denn da? Aber okay, Mollys war richtig, das hatte ich in der Warteschleife. Das ist korrekt. So, nehmen wir uns mal ein bisschen Wasser mit. Das können wir nämlich dann auch nochmal abkochen. Würde mal sagen, vorsichtig. Ich würde mal sagen, wir düsen mal kurz nach Hause, bringen nochmal die... Ullalalala. Halt. Halt. Absteigen. So, jetzt können wir den Kompaubogen gleich mal ausprobieren. Mal gucken, mal ein bisschen nach oben. Ja, schön. Na komm. Ja, bleib doch mal stehen jetzt. Bleib stehen. Oh, der ist schön getroffen. Oh, echt jetzt? Oh, das ist... Ja, ich meine, gut, ich habe mich mit dem Compound-Bogen habe ich mich noch nicht groß befasst. Ah, sauber, jetzt habe ich ihn getroffen. Ich habe mich da noch nicht groß mit befasst. Also ich kenne diese, wie man am besten zielen kann. Das muss ich erst nochmal rausfinden. Deswegen habe ich den auch erstmal mitgenommen, damit man damit auch mal so ein bisschen Übung kriegt. So, was? Achso, Schießpulver. Irgendwas, komm hier, Tiefett. Aber Feder nehme ich da doch ganz gerne mit. So, einmal Richtung Motorrad. Wir müssen uns, glaube ich, noch ein bisschen was Warmes anziehen gleich. Warte mal. Kenne ich noch? Achso, nee, okay, es war nur Reifen. Ist klar. Nee, und wie ich schon sagte, also von Seven Days gibt es momentan herzlich wenig zu berichten. Keine Info. Oh, moin. Keine Information, wann die Alpha 17 rauskommt, noch ob es momentan irgendwelche Neuerungen gibt. Ich denke mal eher, dass die tatsächlich momentan dabei sind zu testen und dass die Content eigentlich schon alles durch haben. Und dass sie jetzt eben nur noch am Bugfixing sind oder vielleicht ein paar letzte Programmierarbeiten machen müssen. Ich denke mal, da werden die momentan bei sein. Aber wann die Alpha 17 kommen könnte, das lässt sich, glaube ich, noch nicht voraussehen. Also da lassen sich ja momentan richtig viel Zeit. Ich weiß auch gar nicht, wann überhaupt die Alpha 16 rausgekommen ist. Da müsste ich tatsächlich mal nachgucken, wann das letzte Update gekommen ist. Weil das ist ja auch schon Monate her. Monate. Na, also da muss man natürlich so ein bisschen gucken. So, Wasser kommt, so Spiritus hatten wir auch dran. Wasser kommt hier rein, sonst irgendwelche Flüssigkeiten da, Wasser. Können wir gleich nochmal was trinken. Fleisch ist natürlich auch mal gerne gesehen, nehmen wir auch mal ganz gerne mit. Crafting. Ja, es ist schon fast die Folge wieder rum und ich habe hier wieder nichts geschafft. So, Crafting, das ist kein Crafting. Das ist Crafting, das ist Ei, bla 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 bla, zum Verkauf. Achso, hier, Crafting ist noch Plastik. Das ist Crafting. Spiritus ist Notfallzeugs hier oben. Achso, Essen können wir hier auch nochmal mit reinschmeißen. Haben wir auch gefunden. Das und das. Federn Forging. Das ist Forging hier. Das ist Forging. Achso, hier Medizin haben wir auch nochmal. So, Munition kommt da rein. Crafting, das habe ich auch schon wieder. Immer so kreuz und quer, weil ich das mal alles übersehe. So. So, verkaufen. Da können wir die Klamotten nochmal reinschmeißen.
Verkaufen wir, ich glaube, so eine kleine Verkaufstour können wir eigentlich auch noch mal machen, kurz bevor wir, beziehungsweise was heißt kurz vor der Horde, aber nach der Loot-Tour, weil dann können wir da so ein bisschen aussortieren. So, da müssen wir mit dem Fleisch müssen wir auch noch mal sehen, dass wir da irgendwie was mal hergestellt kriegen. So, Benzin haben wir natürlich da, Repair-Kits. Ich nehme mal, also ich so 10 Repair-Kits, mal mit den anderen Kram kann ich eigentlich hier lassen, bevor ich das alles wieder verliere oder sonst irgendwas. So, Munition, da kommen die Mollys noch mit rein, zumindest die, die wir schon gecraftet haben. Ist ja egal. So, Hülsen haben wir erstmal genug, das ist nicht das Problem. Aber Schießpulver fehlt uns eben. Ihr seht es ja selber. Schießpulver, es fehlt uns. Blei fehlt uns. Wir haben keinen. Für die Shotgun haben wir gar nichts mehr. Also wir brauchen Blei ohne Ende. Und hier seht ihr ja selber. Munition, also ja. Das ist alles nicht so prall. So, das nehmen wir mit. Das ist in Ordnung. Bohrer haben wir dabei. Benzin haben wir dabei. Gut, dann würde ich sagen, dann hauen wir uns nochmal voll mit Essen. Mal schön gekochtes Fleisch pfeifen wir uns mal rein. Oh nein, und wieder eine Schreierin. Och Mann, ey, du kommst auch nicht aus dem Lager raus. Du kommst auch nicht aus dem Lager raus. Das ist echt, echt abartig. So. Scheiße. So, da nochmal rein. So. So, dann wollen wir mal los. Der nächste Versuch. So, jetzt düsen wir aber echt mal los. Das kann natürlich sein, durch die Schreierin. Kann es natürlich sein, dass wir hier gleich wieder irgendwelche Spucker kriegen. Oh, das sind zwei wieder, ne? Oh nein! Ach Mann, ey. Und jetzt habe ich noch. Ja. Guck mal, die wird jetzt richtig schön. Ja, guck mal, die wird schön weggeballert. Das war zu hoch offensichtlich. So, ich werde mal kurz in die Hocke gehen, mal gucken. Okay, der oberste, also okay. Gut, ich muss also mit dem obersten Punkt zielen, verstehe. Oh, kommt eine Läuferin. Hallo. Komm her jetzt. Komm her jetzt. So, wo ist die Schreierin? Wo ist die andere Uschi hin? Da hinten krebelt die noch rum. Im inneren Ring. Oh, ey. So, komm ran. Da war noch ein Läufer, ne? Komm. So, wo ist die Uschi? Ach, jetzt. Ach, ich treffe auch nichts mit dem Compound-Bogen, ey. Ja, schreiben wir noch. Ja, sauber, so, die ist tot. Oh, so, ich sag ja, du kommst hier nicht weg. Weil hier ständig irgendwelche Schreier kommen. Ich meine, ist gut, wir haben ja mittlerweile so eine riesen Basis hier. Und so fett ausgebaut. Also, ich meine, da ist es eigentlich klar, dass die Heatmap eigentlich so fett rot blinken müsste, eigentlich. Das, ja, das wird da echt, echt geknickt. Geknickt wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So. Ah, also gut, mit dem obersten Punkt zielen. Dann läuft das. So, komm mal ran jetzt hier. Ich will los. Wir haben es 9 Uhr, wir müssen noch mal ran. So, Ruhe. Ist noch jemand zu hören? Dann ist noch einer. Oder auch nicht. Doch, dann muss er irgendwo hinten noch rumkrepeln. Ich habe ihn da gerade noch rumwurscheln sehen. Na, wo bist du? Oder bist du jetzt doch krepiert? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl es liegt wahrscheinlich auch an der Tatsache, dass die Spikes nicht voll aufgewertet sind, aber so richtig viel Schaden machen ja auch nicht die Dinger. Aber wie gesagt, wenn ich die nachher vielleicht mal auf Stahl habe oder zumindest Eisen, ich glaube, da machen sie schon ein bisschen Schaden. Das muss man nachher nochmal ein bisschen aufrüsten. Aber es kostet ihm halt viel Material, viel Zeit und so. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, obwohl wir können eigentlich mal durchs verbrannte Biom mal durch, weil ich glaube, ich hatte hier
auf dem Weg noch Potassium gesehen. Dann können wir uns zumindest erstmal gleich das erste gönnen. Frage ist ja auch, ob wir hier, wenn wir jetzt hier buddeln würden, ob wir hier Potassium im Erdreich finden würden. Das ist natürlich die Frage aller Fragen oder ob das nur oberflächennah ist. Wobei ich mal gelesen hatte, ich glaube, das bezog sich immer noch aufs... Oh, immer noch aufs Biom, dass man dort immer noch die Ressourcen findet, die man auch an der Oberfläche findet. Und wenn wir hier Potassium irgendwo finden, dann sollten wir ja eigentlich auch im Erdreich Potassium finden. Hier haben wir nochmal... Warte mal, ich würde mal eine Sache kurz gucken. Hier ist nämlich Dünger. Ich weiß jetzt nicht, kriegen wir Dünger hier raus. Es war ja immer eine irgendwie immer mal ein Tipp. Mensch, hier gibt's Dünger, aber nee. Also wenn du Dünger siehst, dann kannst du es auch abbauen, aber naja, vielleicht gut, mit der Spitzhacke ist es vielleicht eh nicht so prall. Aber ich habe jetzt, guck mal, das ist Kohle. Kohle. Ich baue das jetzt mal mit der Spitzhacke ab. Weil ich glaube, mit dem normalen Bohrer, glaube, dann kann ich auch den Ton erstmal wieder normal einstellen. Wobei ich... Wir probieren das hier mal aus. Wir nehmen mal hier den Bohrer. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht nochmal direkt gleich Kohle finden. Glaube ich jetzt zwar jetzt erstmal so nicht, aber... Das würde mich zumindest erstmal interessieren. Weil dann müssen wir uns tatsächlich mehrere Minen anlegen. Mehrere Minen, was weiß ich, Kohleminen, Eisenminen haben wir ja schon. Aber vielleicht noch Potassium. Dann müssen wir uns hier irgendwie noch wieder nach oben buddeln. Vielleicht sollten wir uns gleich schon mal so einen kleinen Ausweg hier basteln. Nicht, dass wir gleich überrascht werden. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass er wieder so Baggerloot kommt. Na, komm ran hier. Hier bin ich. Ja, Kurs stimmt. Was? Mensch. Na, wenigstens habe ich noch gleich erwischt, dass er auch gleich weg ist. So, 52 Federn. Sehr schön, das sieht gut aus. Läuft hier noch irgendwas anderes rum? Nee, da sind noch Federn im Idealfall. Ja. Oh. Gut, weiter geht's. Also hier mal ein bisschen buddeln. Vielleicht finden wir hier direkt mal Kohle. Das wäre echt super. Erstmal finden wir hier erstmal schweineviel Erde. Wir sollten vielleicht immer mal so diese Schräge aufwerten. Dass wir dann auch mal nochmal sauber rauskommen. So. Den Gang nach unten hier. Eisen, okay. Naja gut, was heißt Eisen? Das ist ja ein normaler Stein hier. Das ist wenigstens noch der Vorteil. Wir kriegen noch Stein und noch Eisen konkret hier raus. Auf der Suche nach Kohle. Das ist wenigstens etwas. Aber wir brauchen hier Kohle. Dringendst Kohle. Ich werde mich nochmal hier runterbuddeln. Beziehungsweise... Ja, muss repariert werden, natürlich. So, reparieren. Zum Glück haben wir die dabei. So, zack. So, mal kurz den Weg nochmal hochbuddeln hier. Ich will dann auch sauber rauskommen.
Das ist ja nämlich schon kommen. Da kommen nämlich hier eine Horde angewackelt oder ein paar Zombies, so wie der ja. Hauen sie mich von hinten. Hauen sie mich von hinten platt. Ja, denkste. Und da ist ein Hirschi. Hirschi. Den Hirschi müssen wir uns ja nochmal irgendwie gönnen. So. Das ist der Hirschi. Ah, wir schon auf dem. Komm, bleib da stehen. Da stehen bleiben. Genau da. Ja. Ja. Ja, natürlich, hinterm Stein bleibt er stehen, diese dumme Sau. Ach, Mist. Ich hatte die Hoffnung, dass wir ihn da gleich treffen können. Komm. Ja, ist der richtige Weg. Warte mal. Ach, Mann. Och, das gibt's doch nicht. Also ich bin momentan noch kein Fan von dem Compound-Bogen. Oh, bleib doch mal stehen. Jetzt guck mal kurz nach oben. Ich treffe den nicht. Ich habe gerade einen Wolf gehört. Ja, jetzt habe ich ihn. Ich habe gerade einen Wolf gehört. Da müssen wir gleich mal gucken. Nicht, dass der uns auch gleich von hinten rannimmt. Und die siehst du ja auch im Gras. So scheiße, das ist ja auch noch so ein Ding. Gut, erstmal zurück zu unserer Pseudomine. Wir sind schon wieder voll fast, oder? Das gibt's ja nicht. Gut, wir haben noch das Bike dabei. Das ist wenigstens schon mal eine Kleinigkeit. So, da hat man nichts weiter. Hier unsere Mine. Ah, ich bezweifle ganz ehrlich, dass wir hier mal ebenso Kohle finden. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mal durch die Gegend düsen und eher an der Oberfläche suchen. Also ich glaube, sich dann nach großen Minen zu bauen, also ich glaube, das ist einfach eher ein Zeitfresser. Ich zweifle, dass wir hier mal eben fündig werden würden. Ich meine, man könnte hier zwar schon mal anfangen, so ein bisschen zu buddeln, aber ich glaube nicht, dass wir mal hier eben was finden. Gut, lass uns mal weiterfahren. Lass uns mal weiterfahren. Ich suche mir jetzt erstmal diese kleinen, Häufchen, würde ich sagen. Und ich glaube, da kommen wir, glaube ich, ein bisschen schneller voran. So, pass mal auf. Wir machen mal das und dann mal kurz Ton ein bisschen wieder nach oben drehen. Dann wird nachher auch die Zombies bzw. die Wölfe ein bisschen besser. So. Wir könnten natürlich diese hier, die geben, glaube ich, auch Kohle, ne? Ja, komm, das sind 2 Kohle, die wir rauskriegen. Also, bei aller Liebe. Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt, aber das ist wirklich zu viel Kleinvieh. Ich fahre nochmal dieses verbrannte Biom nochmal ab. Ja. Was ist da vorne? Achso, das ist ein Malerstein. Warte mal. Ist das hier neu? Oder waren wir hier? Waren wir hier schon mal? Warte mal, lass uns mal gucken. Ich würde ganz gerne mal reinschauen.
Da waren wir schon drin, ist klar. Wobei, wir können hier nochmal eine Sache kurz gucken. Wir schauen hier nochmal kurz rein. Vielleicht sehen wir hier ein bisschen besser Kohle. Oh, ein Pfeffer. Oh, ein Feraler sogar. Oh, fuck. Ein Feraler! Ah, ich sehe ihn nicht mehr! Ah! 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 Oh. Heilige. Nein, ich treffe ihn nicht! Ah, zum Mensch! Wo bist du denn? Das war's. Das war's, ich habe noch nichts zum Reparieren, hätte ich fast gesagt. Zum Verbinden dabei. Oh. Gut, und wieder ein Tod mehr. Ach, Mist. Was war's denn? Ach, fuck. Jetzt liegt natürlich das Minibike hier, wenigstens haben wir den Feral noch gekillt. Oh, so eine Scheiße, ey. So ein Mist. So ein Mist. Na gut, wir spawnen eh zu Hause. Gut, das heißt, wir können dann wieder zu Fuß hinlaufen. Gut, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir holen uns in der nächsten Folge nochmal das Minibike und ja, den Rucksack. Dann holen wir uns noch den Rocker und dann gehen wir trotzdem nochmal in die Höhle rein. Und dann schauen wir mal, dass wir... Vielleicht haben wir ja Glück und sehen an der Oberfläche irgendwo Kohle, weil das ja ein verbrannten Biom ist. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise zielführend ist, ob wir da irgendwas finden können. Ich weiß es nicht. Und Verbände müssen wir gleich... Ach, Aloe Vera fällt mir dabei ja auch noch ein. Müssen wir ja auch noch sammeln. Ein Elend. Nun gut. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.